Guzzi, meine lieben YOLO-Boys und Muschi-Swagger. Eine neue Optifine-Version ist available. Das ist mir allerdings scheißegal, denn das hier ist schließlich DBMLPWEÜIGDG mit einem etwas heiseren und verschnupften Kedos, so wie das auch schon in der Don't Starve-Aufnahme angekündigt wurde. Aber das macht ja nichts aus, denn ich habe Minecraft nochmal einen Gigabyte mehr RAM zugewiesen und wie man sieht, bringt das nicht so wirklich was. Aber das ist uns auch komplett scheißegal. Jedenfalls meiner Einsicht nach ist das jedem komplett scheißegal. Ich habe Kommentare bekommen, dass es doch ganz cool wäre, wenn ich mich wenigstens mit diesem Let's Play mal auskennen würde. Finde ich auch, deswegen habe ich mich nicht informiert. Aber es gibt eine andere Neuerung, denn es gibt eigentlich zwei große Neuerungen in dieser Folge. Eine Neuerung verrate ich euch erst zum Ende dieser Episode, aber nee, da vergesse ich es bestimmt. Das lasse ich. Ich mach das jetzt. Also, erste Neuerung, ja, ist die Musik. Es gibt jetzt eine Mischung aus der Musik von Papa Fiat Music, die habe ich in den ersten Episoden benutzt, und Jimmy habe ich in den letzten Episoden benutzt. Das heißt, das wird jetzt einfach alles dann beim Schnitt in einen Topf geworfen. Das sorgt für ein bisschen mehr Abwechslung. Das ist so ganz nebenbei. Ich habe gerade Don't Starve aufgenommen und es pisst mich tierisch an, dass ich selbst in Minecraft nichts mehr zu essen habe. Also irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief mit meinem Phrasen. Moment, ich drehe mal hier ein bisschen auf. Geht die Sonne schon wieder unter oder geht die auf? Ich glaube, sie geht unter. Mute schwer, sie geht unter. Fick dich! Du Mongo! Mann. Ja, jetzt aber mal zurück zum Thema. Abseits von den ganzen Scheißruckelern. Ich krieg das Kotzen bei diesem Kackfotzen-Ding. Ich könnte echt da irgendwann mal was umbringen. Also, es gibt eine Änderung, meine Freunde. Die Änderung ist groß. Die Änderung ist schmerzhaft. Es ist eine Änderung. Ach, ich hab ja, ich glaube, oder? Ja, da ist sowas fertig. Die Änderung betrifft euch alle. Schon seit Tagen wird sie auf international-politischer Ebene diskutiert und kritisch beäugt. Angela Merkel sagt, oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Obama sagt, yes, I'm gay. Doch am Ende ist es eine Änderung, die diesem Let's Play hier eine gewisse Power verleiht. Ich meine damit keine Flower Power. Ach, jetzt lasse ich das mal hier mit dem epischen Gequassel. Also, 69 Folgen. Bam, bam, ba. Ja, ist ja richtig heftig, finde ich auch jedenfalls. Das hier ist ja eigentlich ein endloses Projekt, ja. Aber ich finde das immer sehr, sehr störend, wenn ein Minecraft-Let's Play wirklich über Jahre hinweg durchgehend läuft. Deswegen habe ich ja auch das erste irgendwann gelassen und so weiter und so fort. Und damit man sich hier keine falschen Hoffnungen macht, dass das auf 8000 Folgen oder irgendwie sowas landet, habe ich mir gedacht, ich nehme die magische Zahl 69. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare texten, warum ich wohl die 69 genommen habe, ja. Auch, ich folge auch genauso vielen Leuten auf Twitter seit Jahren. Das sorgt immer wieder für Furore, für Spekulationen. Was meint er mit dieser 69, mit der 69? Wir wissen es nicht. Ist es Summer of 69? Oder ist es vielleicht doch... Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt natürlich die Frage, warum macht der sowas? Warum sagt der Kedos von Anfang an, nö, das hier werden keine 8000 Folgen, das hier werden erstmal nur 69. Nun, den ersten Grund habe ich gerade schon erklärt. Ich will nicht, dass das Minecraft-Let's Play 8000 Jahre lang läuft. Also jedenfalls nicht am Stück. Denn diese 69 Folgen deklarieren nicht das endgültige Ende für dieses Let's Play, sondern nur für die erste Staffel sozusagen. Das heißt, es wird aber, und das ist das Positive für euch auf einer Seite, es wird definitiv 69 Folgen geben. Ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden. Ich werde nicht zwischendrin einfach mal irgendwie aufhören und anfangen, keine Folgen mehr zu produzieren und bei 30 Folgen sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf das Minecraft Let's Play, lass ich stecken. Nein, 69 Folgen sind für euch schon mal sicher gebucht und reserviert. Das ist meiner Ansicht nach eine ganz, ganz coole Sache. Auf der anderen Seite sorgt das für ein bisschen mehr Spannung meiner Ansicht nach, weil man die Folgen ein bisschen mehr wertschätzen lernt, weil man weiß, bei Folge 69 ist erstmal auf unbestimmte Zeit Schluss. Und das mit unbestimmte Zeit meine ich in dem Fall ernst. Das kann sein, dass so viele Leute so viel Bock auf das Projekt haben und ich persönlich auch noch so viel Bock drauf habe
und nach Folge 69 einfach so ein Ansturm von Drohbriefen und Briefbomben kommt und was weiß ich was, dass ich dann mir sage, okay, das wollen anscheinend noch so viele Leute sehen, dass ich nur zum Beispiel ein Let's Play-Projekt zwischenschiebe und dann schon nach einem Monat die DBMLPWEÜIGDG weiterführe mit der zweiten Staffel. Es kann aber auch sein, dass das 2 oder 3 Monate geht oder auch viel, viel länger. Das entscheide ich dann eben spontan. Aber diese 69 Folgen sorgen eben dafür, dass ihr das auch so ein bisschen wert zu schätzen weiß, wenn hier einfach die Folgen kommen und so weiter und so fort. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil bei einem storybezogenen Let's Play weiß man ja auch, dass das nicht ewig geht. Das sorgt meiner Ansicht nach für so eine gewisse Spannung und hier ist es dann vielleicht ebenso. Also, erstmal 69 Folgen Zeit. Ich hoffe, ihr findet diese Entscheidung eher cool. Ich werde jetzt nicht nachfragen, ob ihr sie cool findet oder nicht. Zuschauer antworten meistens, dass sie sie nicht cool finden. Weil von wegen so, ich will möglichst viel Content und Also ich finde das eine ganz coole Entscheidung. Die Leute, die es nachvollziehen können, können mir das gerne mal in die Kommentare texten, ob ihr es denn nachvollziehen könnt. Ich habe vorher schon mal irgendwas gefragt, was ihr mir in die Kommentare texten sollt, oder? Ich weiß es nicht, aber ist ja auch egal. Meiner Ansicht nach ist das einfach eine ganz, ganz coole Sache, sich hier mal so ein Limit für die erste Staffel zu geben. Dann gibt es also quasi so eine kleine, ja, so eine kleine Pause. Vielleicht wird es eine Sommerpause, eine Winterpause, eine Herbstpause, das wissen wir nicht. Aber das wird es eben nach der 69. Folge sicher geben und sorgt jetzt eben an der Stelle hier für ein bisschen Spannung. Ach, ist das mal wieder toll, was ich für grandios innovative Ideen habe, ne? Ein Projekt nach einer gewissen Folgenanzahl zu beenden, das hatte ja vorher noch nie. Diese ganzen Ruckler kommen gerade übrigens davon, dass die Chunks laden müssen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hier, Chunk-Updates. Es ist ja ein Gelaber hier wenigstens, also andauernd wird irgendwas geupdatet. Das Problem ist tatsächlich, wir haben nichts zu phrasen, das geht mir auf den Sock wie nix, aber wie ihr seht, habe ich mich dazu entschlossen, trotz allem hier mal so eine kleine Erkundungstour zu machen, was eigentlich richtig dumm ist, weil ich keinen Plan habe, wo ich hin will. Deswegen werde ich jetzt mal kurz so einen Kackstift bauen. Und auf diesen Kackstift kommt eine ganz, ganz geheime Taktik, sich in der Welt zu orientieren. Das kennen die wenigsten, das ist wirklich, wirklich richtig, richtig secret, diese, guck mal, wie das aussieht, Mann, ist das toll, da muss ich direkt mal wieder eine kleine Rundfahrt machen, was wir hier eigentlich für eine geniale Welt abbekommen haben. Man erkennt noch nicht alles, weil sich hier natürlich in der Ferne noch so einiges aufbaut. Aber egal, und jetzt ist mir so nebenbei mal aufgefallen, diese Folge ist bisher viel zu niveauvoll. Ja, was macht man, wenn eine Folge zu niveauvoll ist? Man lässt sie vielleicht sogar mal niveauvoll, weil ich lasse mir da ja alle Freiheiten bei diesem Let's Play hier. Ich habe echt immer noch so ein bisschen Bammel vor der Reaktion auf die 69-Folgen-Sache. Ja, das wird schon vielleicht kritisch, aber erstmal habt ihr hier jetzt, wie gesagt, meine krass geheime Taktik kennengelernt, wie man sein Haus wiederfindet. Man baut einfach einen überdimensionalen hässlichen Kaktus aus Kacke. Das ist wirklich wundervoll geworden, meiner Ansicht nach. Das ist wunderschön, richtig, richtig toll und so weiter und so fort. In der nächsten Session werden wir übrigens mal das Texter-Package ändern, also so in 3 bis 4, 5 Folgen, je nachdem, wie lange das dauert. Ansonsten, was wollte ich denn noch erwähnen? Ach ja, 69 Folgen. Habe ich vielleicht schon erwähnt, dass das so 69 Folgen dauert? Möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber ich finde das echt gut und ich hoffe, ich konnte euch die Idee so ein bisschen verkaufen. Die ist mir so eben mal auf den Klo gekommen. Ja, ich war gerade so beim Scheißen, habe dann eben an 69 gedacht, so wie immer. Was ist denn das eigentlich für eine komische Einleitung hier? Ich war gerade so am Scheißen und dann denke ich an irgendwelche komischen Sexstellungen. Ja, genau, so sieht's aus. Nee, also es ist einfach, es bietet dem Ganzen hier mehr Spannung, es bietet dem Ganzen mehr Dynamik und es bietet mir auch die Möglichkeit, weil Minecraft natürlich durchgehend einen der 2 laufenden Let's Play-Slots. Also ich habe ja immer 2 Let's Play-Projekte am Laufen und Minecraft würde natürlich durchgehend blockieren. Und deswegen finde ich die Idee davon, dass man das staffelweise macht und zwischendurch vielleicht mal 2 bis 3 Monate Pause, wo man dann eben ein Let's Play-Projekt noch reinschieben kann oder sogar 2, die sonst eben nicht realisierbar gewesen wären, fände ich das ganz cool. Und was zum heiligen... Das ist ja mal ein krasses Ding hier. Das ist ja mal Geronimo! Ja, damit habt ihr nicht gerettet, dass euer krasser Kedos hier so ein Shit abzieht, hä? Springt da einfach rein! Springt da einfach rein! Das war vielleicht echt eine dumme Idee. Wir werden es herausfinden, wie dumm diese Idee war. Aber ist ja auch mal schön, erstmal ein bisschen in der Schlucht durch die Gegend zu rennen. Da unten ist übrigens unser Mittagessen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Guck mal, hallo Mittagessen. Na, wie geht's dir so? Ja, stirbst du fein. Hat er was gedroppt?
Scheiße, wir haben nichts zu essen. Ach, das ist ja das Essen. Ach, verrottetes Fleisch. Hm. Lecker. Der Hunger treibt's halt rein. Jetzt aber, wir sind eigentlich absolut nicht ausgerüstet für eine Exkursion. Das war so eine Idee, die jetzt aus dem Nichts rauskam. Hängt übrigens eigentlich, muss ich euch enttäuschen, wahrscheinlich nicht damit zusammen, dass ihr in die Kommentare textet, dass euch ein bisschen mehr Action lieb wäre, weil die Folge noch nicht online ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber ihr müsst euch immer denken, ich beachte die Kommentare im Nachhinein und setze sie dann natürlich, also mal angenommen, guck mal, ich erkläre das jetzt mal kurz, ja? Ich muss im Voraus aufnehmen. Gerade eben, weil ich der Zeit ziemlich viel weg bin, ich bin im Urlaub, ich bin mal hier, ich bin mal da, ich darf mich mal von Skeletten abficken und abknallen. So, bitteschön, gehst mal ein bisschen verbrennen, ne? Macht vielleicht auch mal Spaß. Also da ist einfach unglaublich viel zu tun, deswegen ist im Voraus aufnehmen unabdingbar. Trotz allem bin ich natürlich ein Channel, der nach wie vor darauf bedacht ist, oder eine Person, die nach wie vor darauf bedacht ist, seine Zuschauer und Abonnenten möglichst viel einzubinden. Das kann ich bei Montags in der Zone zum Beispiel immer sehr, sehr zeitnah machen. Da ist das absolut kein Problem. Da mache ich einen Facebook-Post und dann kann ich direkt eure Meinung zeitnah in die Aufnahme mit reinnehmen, weil das wird ja immer wöchentlich aufgenommen, das ist ja quasi das zeitnahe Format. Bei den Let's Plays ist es ein bisschen wichtiger, dass man das Ganze, im Voraus aufnimmt, weil das ja regelmäßiger kommen soll und mindestens 2 Folgen in der Woche garantiert sein sollten. Und deswegen nehme ich da sehr, sehr viel im Voraus auf, möchte euch aber trotzdem noch einbinden, deswegen stelle ich euch ja auch andauernd irgendwelche Kommentarfragen. Ich lese mir fast alle Kommentare durch. Inzwischen geht es leider nicht mehr so, dass ich wirklich jeden Kommentar abdecken kann, aber die meisten Kommentare sind doch nach wie vor gesichert, möchte ich mal behaupten. Also die lese ich mir nach wie vor fleißig durch eure Meinung, Kritik und alles andere. Deswegen stelle ich ja auch die Kommentarfragen und was ihr hier und davon haltet. Das Einzige, was eben für euch ein bisschen blöd ist, ich reagiere natürlich auch sehr, sehr viel direkt in den Kommentaren. Also ich antworte euch da ab und zu mal per Text. Es gibt eigentlich, glaube ich, kaum ein Video, bei dem ich nicht mal irgendwas beantwortet habe. In den Videos direkt, ja, also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel schreibt, boah, Kedos, ich finde es voll, nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel, ich finde es voll behindert, dass du andauernd Stein abbaust. Und das finden irgendwie der Großteil der Zuschauer. Dann, und ihr schreibt das bei Folge 100 als Beispiel, ja? Also einfach jetzt nur als Beispiel. Ihr schreibt das bei Folge 100, so. Ich habe aber schon bis Folge 115 aufgenommen, wenn Folge 100 online kommt, ja? Das heißt, dann kann ich erst in Folge 116 darauf reagieren. Es gibt also immer so einen gewissen Delay. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich wollte euch das einfach mal nur so ein bisschen erklären. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr zum Beispiel in einer Folge meckert und in den nächsten 5 Folgen noch nicht über das Gemeckere geredet wird. Selbst wenn es irgendwie von ganz, ganz vielen Leuten auf einmal war. Auf jedes Gemeckere kann ich auch nicht eingehen. Das kommt dann alles noch. Ja, also sich keine Sorgen machen. Ich gehe auf den meisten Kram, den ihr so textet, ein. Ich beachte euch. So ist ja YouTube auch eigentlich gedacht, dass man auf die Zuschauer eingeht und nicht einfach nur seine Brötchen produziert, den Content raushaut und die Zuschauer als pure Konsumenten betrachtet. Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht, ja? Das gehört einfach meiner Ansicht nach so ein bisschen dazu, dass wenn man YouTube schaut, dass man kommentiert, dass man bewertet, dass man auf den Videoproduzenten eingeht und gemeinsam so ein bisschen eine coole Community schafft. Weil wie soll ich denn alleine eine Community schaffen? Das geht ja gar nicht. Und wenn man sich jetzt plötzlich sagt, ja, aber Kedos, jetzt hör mal zu, du willst da gerade einen Ofen bauen, obwohl ich eigentlich die Crafting Table baue, dann ist das richtig. Ich brauche eine Crafting Table. Nee, was ich sagen wollte, wenn man, ja, fortgeschrittenes Handweh, das ist klasse, da ist irgendwas. Ich habe Angst, ich nist mich hier mal ein. Also, wenn man sich jetzt denkt, Kedos, warum kommentierst du dann so wenig auf YouTube? Da hat es einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar, wenn man einen Kanal hat mit vielen, vielen Abonnenten, und ich habe ja relativ viele Abonnenten, also jetzt natürlich nicht verglichen mit dem Gronkh oder sowas, das klingt jetzt wieder so ein bisschen eingebildet und bescheuert und so ein Kram, aber sagen wir mal, man hat einen Kanal mit einer gewissen Reichweite, das klingt ein bisschen freundlicher. Dann ist es natürlich so, dass das alles in diesem Feed angezeigt wird. Früher war das noch extremer, heute schaut es sich kaum noch jemand an. Aber wenn ich ein Video like oder kommentiere, dann bekommen das immer ein paar Leute mit. Das wird also in gewisser Art und Weise promoted, ja. Und diese Promotion möchte man natürlich nicht einfach willkürlich nutzen. Das heißt, wenn ich jedes Video kommentieren würde, das ich anschaue, dann wäre das bescheuert. Weil ich möchte ja zum Beispiel, wenn ich irgendwo Gast bin, ja, in irgendeinem Gastvideo irgendwie gastiere, jetzt habe ich 3000 Mal Gast gesagt, aber dann klicke ich da Like drauf und dann will ich, dass das die Leute auch sehen. Deswegen, da muss man so ein bisschen haushalten mit seinen Likes, nenne ich das jetzt mal. Und auch mit seinen Kommentaren, die angezeigt werden. Deswegen gehe ich eben auf viele Videos, die ich sehe, oder auf die allgemeine YouTube-Situation oft hier so ein. Ja, in den Let's Plays und plaudere da ein bisschen drüber und so weiter und so fort. Das ist dann meine kleine Entschuldigung sozusagen. Aber wenn man wirklich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Zuschauer ist,
dann sollte man das fleißig benutzen, weil die Kommentare haben in der Masse und auch die Likes haben auch eine gewisse Promotion-Funktion. Und das Thema habe ich schon viel zu oft besprochen, das ändert sich aber auch andauernd, deswegen bietet es sich jedes Mal von Neuem an, darüber zu quatschen. Diamant! Ja, Baby, Alter, das erste Mal Diamant in diesem Let's Play. Geile Scheiße. Und da unten ist da direkt Bedrock, oder was? Wie tief sind wir denn eigentlich? Der Creeper da hinten macht mir so ein bisschen ein flaues Magengefühl. Oh, shit. Oh, shit. Das, Fuck you!